Willkommen zurück zu Sonic Mania Plus. Wir spielen weiter den Zugabemodus. Und hier hatten wir nicht nur mit der Angel Island Zone bereits eine neue Zone im Vergleich zum ersten Sonic Mania, sondern auch die Farbpaletten der einzelnen bereits gesehenen Stages unterscheidet sich. Gerade die Green Hill Zone sah im Sunset-Style mit Abenddämmerung eigentlich sehr schön aus. Eine weitere Unterscheidung, die das mit dem Zusatzmodus ein bisschen interessant macht, ist, dass man keine klassischen Extraleben hat, sondern einfach nur die Helden an sich. Also ihr seht, wir haben gerade Ray und Sonic. Ja, Ray the Flying Squirrel, zuletzt spielbar 1993 und jetzt wieder 2018. Außerdem begleitet uns Sonic und unten links stehen die weiteren Energieeinheiten. Ich muss es erstmal selbst rausfriemeln. Was bringt jetzt das hier? Der Wechsel zu Mighty. Das sind die beiden Neuen. Mighty und Ray. Die Alten. Die neuen Alten. Ja, und so gönnen wir uns am besten einfach nochmal das Spiel und gucken, ob es noch mehr neue Stages gibt. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Ich würde nicht drauf wetten. Aber lassen wir uns überraschen. Vielleicht zum Finale, kann ich mir sehr gut vorstellen. Studio Palace Zone. Eine der ersten Zonen, die in Sonic Mania fertiggestellt wurden, weil sie auch schon zu einem Sonic-Fangame gehören sollte. Die Studio Palace Zone wurde ursprünglich nicht für Sonic Mania entwickelt, sondern als es hieß, wir machen Sonic Mania, offiziell für Sega ein eigenes, offizielles Sonic-Spiel von uns. Ihr wisst ja, eigentlich sind es ja Sonic-Fans, die das Game gemacht haben. Da hat sich einer gedacht, hey, ich habe so eine coole Zone, schon fast fertig, Studio Palace. Benutzen wir die doch am besten. So, Mighty und Ray, zeigt, was ihr könnt. Unsere Möchtegern-Typis ausweichen. Ach, die kommen ja so langsam an. Wer es überhaupt nicht kennt, das funktioniert halt wie mit Sonic und Tails, dass man nur einen Hauptcharakter steuert. Das ist jetzt bei mir Mighty, kann man aber jederzeit wechseln. Jetzt habe ich zu Ray gewechselt. Der andere folgt nur mit einer etwas dümmlichen, aber liebenswerten KI, sagen wir es so. Schon damals ist Tails gerne mal an alles reingerannt, was nicht lieb und nagelfest ist. Aber selten sind sie auch eine Hilfe. Manchmal jedoch auch eine Behinderung. Ein Handicap. So, die richtigen Raketen wieder auf den Boss zurückfeuern. Ist es geschafft? Ne, ich glaube, noch eine Runde wollen die. Das Fliegen, kann ich jetzt mal ein bisschen... Ah, dann rollt er sich selbst zusammen. Weil man nicht die ganze Zeit hier so abgehen muss, sollte anscheinend. Nur weil man so weit oben ist. Kommt aber automatisch so weit hoch. Mensch, 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 wie ist denn eure Meinung zu den neuen Charakteren? Hätte man die wirklich gebraucht oder hättet ihr lieber irgendwen anders gesehen? Shadow? Metal Sonic? Amy? Cream? Würde ich verstehen bei dem einen oder anderen, aber... Ich glaube, die Entwickler hatten sich so ein bisschen vor Augen geführt. Sie haben jetzt die Chance, mal was Außergewöhnliches zu machen. Da haben sie diese beiden toten Charaktere im Sinne von vergessen. Das ist vielleicht ein besseres Wort. Vergessene Charaktere wieder eingefügt. Das war Act 1 mit Ray und den Daumen nach oben. Es bewegt sich sogar. Daumen hoch. Und ich würde sagen, das Ziel im Part ist es, immer zwei Zonen hinzukriegen. Wir legen aber keinen besonderen Fokus auf die Bonus-Stages. Damit haben wir uns im Sonic Mania Let's Play schon abgemüht. Wobei ich mich aber auch gefreut hätte... wenn es einen Nachfolger gäbe. Nennt es von mir aus Sonic Mania 2. Inhaltsmäßig zumindest. So, hier leider nur ein Wechsel. Ich warte die ganze Zeit auf... Na, sag schon. Extra-Leben quasi. Fernseher, die einem wieder einen weiteren Helden bescheren. Oder kann man nicht mehr sammeln? Ich glaube doch, ne? Ich glaube doch. Das war alle fünf Farben und die werden gelegentlich durchgewechselt. Spiel lieber Mighty. Für die Neuerungen.
Hier in der Studio Polyzone fallen mir die neuen Farbpaletten auch nur geringfügig auf. Ich weiß, dass es anders ist, aber... Ich habe jetzt die Studio Polyzone natürlich nicht so aus meiner Kindheit inne, auch farblich, dass ich das sofort sehen oder feiern würde. Das hier ist doch ein guter Ort, um so einen Fernseher zu verstecken, oder? Entweder ich sehe gerade nichts, oder bin blind, oder beides. Gut. Kommen wir mal in so eine Special Stage. Nicht, dass es hier was Neues gibt. Doch, gibt es! Na, das ist doch... Warte mal, wie... Beide... Ich weiß nicht, wie ich nur... Ah, okay. Ich hab's jetzt gerallt. Ja, Wahnsinn! Mann! A-Knopf macht den rechten, Y-Knopf macht den linken, B macht beide. Ja, Mighty, da machst du die richtige Geste. Was sollte das denn jetzt? Ernsthaft? Echt jetzt? Das ist dein Ernst? Da bin ich einmal in der Special Stage. Und Sonic so, mach weiter jetzt. Okay. Nein, die Animationen sind ja halt auch liebenswert, ne? Liebenswert. Wer übrigens überhaupt nicht genug kriegt von 16-Bit Sonic-like-Leveln. Nochmal die Chance? Nochmal die Chance. Dem lege ich auch Freedom Planet ans Herz. Freedom Planet ist ebenfalls ein Spiel, das eigentlich ein Sonic-Fangame werden sollte. Aber der Entwickler dann so gut fand, dass er sich dachte, das sollte nicht im Schatten stehen. Wir wollen das auch Spiel immer, wir wollen das Spiel veröffentlichen später irgendwie. Alter, ich kann das gar nicht. Also weit möglich runterfallen lassen und dann den Flipper betätigen. Na gut, ich hoffe, wir kriegen dann noch die eine oder andere Chance im Laufe des Let's Plays. Wo geht's denn hin hier? Da ist noch eine Sprungfeder drin. Also ich freue mich jetzt, Sonic Mania, oder besser gesagt, Sonic Mania Plus im Regal stehen zu haben. Das wäre halt schon irgendwie ärgerlich, ein quasi das beste Sonic-Spiel der letzten Jahre. Sagen ja viele, weil ich... Wobei ich halt finde, dass es Geschmackssache ist, aber in der Tat hat es nicht so viele Bugs und... Ja, es geht schon klar, auf jeden Fall. Dann sollte es auch als Digital Copy im Laden stehen. Und das tut es jetzt sogar als extrem coole Special Edition, ne? Mit dem Artbook und. Komm schon, Mighty! Sehr gut. Diesmal hast du nicht genug Ringe. Ich denke mal, man braucht 50 Ringe, während man einen Checkpoint passiert. So eine Laterne. Um die Special Stage freizuschalten. Diese Sterne, die zur Special Stage führen. Spielen wir ein bisschen Lotto. Warum nicht? Galopp-Lotto. Und die Glückszahlen sind dreimal, einmal, dreimal, dreimal. Aber mir fehlt die Grundlage. Immer nur multiplizieren, aber nichts, was man multiplizieren kann. Ja gut. Glücksspiele können süchtig machen. Mehr Infos auf lotto.de. Aber ich gestehe auch mal, dass ich kein großer Fan der Studio Polyzone bin. Sie ist sehr einfallsreich und abwechslungsreich und furios. Aber irgendwie... Meine Meinung. Ich kann es nicht mal begründen, deswegen ist es... Interesting. Die Musik ist neu. Wenn ich nicht total verkalkt bin, ist die Musik neu. Oh, Sonic kommt hoch genug. Achtung, Wind, jetzt müssen wir uns festhalten, ne? Oben befinden sich Stacheln, das wollen wir nicht. Komm runter hier. 429 Grad. Das ist aber einiges. Sauber. Sonic und Mighty endlich wieder vereint. Diese Wartegeste. Wenn ich wieder Ray spiele, muss ich auch mal warten, um zu gucken, was der... Ja, was der macht. Ganz einfach. Ah, diese Störsohn. Breaking! Flying Battery returns! Returns! Entschuldigung. Muss ich machen. Manche haben es erwartet. Ja, die Flying Battery Zone. Viele kennen sie noch aus Sonic and Knuckles. Auch hier sehen wir eine neue Farbpalette. Ich weiß nicht, ob dieses Grünliche quasi dazu passt. Aber wir erleben das jetzt mal so.
Cooler Soundtrack, ne? Aber wenn ich so drüber nachdenke, dass es damals in Sonic & Knuckles schon die zweite Zone war. Holy moly. Sonic & Knuckles ist ja auch schon eine der schwereren Sonic 2D Jump'n'Runs, auch aus der Intention heraus, dass es eigentlich ja... schon wieder die... Man fängt damit an, warum? Aus der Intention heraus, dass man Ringe braucht. Ringe, damit man weiter mitmachen kann. Blaue Kugeln einsammeln, damit man schneller wird. Also wir haben oben Mach 1 und dann gibt es noch Mach 2 und Mach 3, dass man viel schneller. Das Ziel ist es, wenn ihr in der Ferne manchmal erblickt, diese Roboterdrohne quasi erreichen. Das ist das Ziel. Da steckt der Chaos Emerald drin. Glaube ich, gar keiner ist, ne? Wenn man jetzt noch wüsste, wo hier die ganzen Sachen genau liegen, ne? Ich habe ja auch einen Fernseher gerade gesehen, so eine Itembox. Hier, der ist zum Beispiel ganz gut. Und da die richtige Balance rauszufinden, was man eigentlich einsammeln möchte. Zum schneller werden oder Ringe für Zeit. Wenn man zu schnell ist, ist es auch unfassbar schwierig, die Kontrolle zu behalten. Und nicht in den nächstbesten Abgrund zu springen. Wie ihr hier fast sehen könnt. Jetzt können wir das Ding aber auch gleich erreichen, wenn wir nicht allzu viel falsch machen und die Zeit nicht ausgeht. Wird interessant, sehe ich. Wird sehr interessant, sehe ich. Ah, Ringe gehen aus, ne? Wie Time Over? Ich habe noch welche eingesammelt. So knapp! Ne, ich sag euch, in diesem Run wird das nichts mit den... Emeralds. Voll fail. Aber war witzig anzuschauen. Oder mein Ziel ist es, unterhaltsame Videos auf YouTube online zu stellen. Na, was eine Ausrede. Eine bessere fiel mir gerade nicht ein. Tut mir leid. Komm, mach schneller hier. Dass Mighty so eine Stammfähigkeit hat, ist aber auch neu erdacht, oder? Ja, man musste sich halt auch... Und den Feuerschutzschild, der ist hier echt praktisch in der Stage. Glaubt mir das einfach. Da ist auch kein extra Leben mehr drin. Diesen Modus sind so viele extra Leben abhanden gekommen. Wenn man die sich anders verdienen soll, ne? Okay. Eigentlich kann man da nicht durchspringen. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, dass das geht. Das ist immer ein bisschen schwierig für mich zu schauen, wie war es im Original, wie war es in Mania und was ist jetzt anders in Plus. Aber ich glaube, von Mania auf Mania Plus wird jetzt eigentlich gar nicht so viel geändert. Von der Stage und von den Gegebenheiten. Das ist wohl ein bisschen Einbildung. Elektroschild hielt ich für eine gute Idee. Ist mir dann einfiel, dass hier elektromagnetisch alles vorhanden ist. Aber Mighty ist immun gegen Stacheln. Das ist immens. Aber nicht gegen Feuer. Stacheln ist schon was. Ja, weil halt ein Armadillo ist, ne? Die sind ja so ein bisschen gepanzert und alles. Interessante Denkweise. Mit. Ja, und wenn jetzt viele in die Kommis schreiben, Markus, würdest du das Spiel empfehlen? Ich empfehle es allen ausdrücklich, weil erstens mal Sonic Mania Plus mit allem drum und dran kostet ja nur 29,99. Ich denke, das ist... Ne, und ich sag's gern nochmal dazu. Ihr bekommt ein cooles Artbook. Eigene richtige Verpackung. Dann gibt es für die normale Switch-große Verpackung, für die üblich große Verpackung, gibt es dann noch ein Wendecover, das aussieht wie Sega Mega Drive. Ein bisschen. Habe ich auf meinem Instagram-Account hochgeladen. Wer das sehen möchte. Instagram, Let's Play Markus. Und wir haben Tails dazu bekommen. Unten links das kleine T. Das ist, wenn die alle sterben oder so. Oder irgendjemand stirbt oder wir einen wechseln.
ist jetzt auch Tails mit dabei. Irgendwie finde ich den Weg jetzt gerade nicht. Blöd. Ich bin irgendwo falsch abgebogen, glaube ich. Ja, aber wer es noch nicht hat und ein bisschen was mit Jump'n'Runs anfangen kann, dem empfehle ich das. Nur die Leute, die Sonic Mania schon haben, sollten für sich selbst abwägen, ob ihnen das Update, ob ihnen das wert ist. Also ich habe jetzt gerade was aktiviert, ne? Da war ein Schalter, aber was habe ich aktiviert? Ich muss mal gucken. Vor allen Dingen, das nervt. Die Stelle gab es im Original nicht. Das würde ich mich hier nicht so anstellen. Mann, das ist aber auch Timing hier. Mann! Aber allein der Hintergrund, ne? So ein bisschen 3D, seht ihr das? Das wäre auf Mega... Ich fühle mich nicht getrollt. Nein, überhaupt nicht. Verdammten Hater. Plattformen sind doch Hater, definitiv. Ja, diesmal wollen sie kooperieren. Wenn du jetzt mal einfach hier abspringst, lass mich in Ruhe. Dann bin ich doch woanders, oder nicht? Ich weiß nicht, wo ich hin will. Nee, das sagt mir auch, geh da hin. Hä? Warum soll ich hier hin? Soll ich hier unten weiter? Kam ich da nicht her? Nee, kam ich nicht. Na gut, dann war ich ein bisschen Brain AFK. Es tut mir leid. Aber ich erwähne auch gerne nochmal, ihr müsst euch, wenn ihr Sonic Mania habt, nicht unbedingt das komplett neue kaufen, es sei denn, ihr wollt die Retail-Version bei euch zu Hause stehen haben. Neue Inhalte sind für alle Sonic Mania-Besitzer downloadbar, kosten dann aber auch wieder einen gewissen Preis. Ich weiß nicht, aber ich glaube, es wird zweistellig. 10 oder 15 Euro sollen wir drehen. Lass uns nochmal flippern. Mighty, immer mit Mighty. Was muss ich da machen? Erstmal ein bisschen... Jetzt! Nicht so hoch. Go, go! Was zum... Ich will so Knuckles. Ach, das wäre wahrscheinlich... Was muss ich drücken? Ich drücke gleich einfach alles. Was? Nein! Too bad. Das wäre halt unser letzter Charakter. Ich merke aber an, dass es der Greifarm von Robotnik war, oder von Eggman halt. Aus der... What the... Das ganze Müll. Kommt eigentlich runter, diese... Ach, die sind permanent, ne? Ach, im Original gab es die permanenten Magnetdinger nicht. Immer nur in Intervallen, so wie hier. Hier ist ein kleiner Wechsel. Sonic, komm mal her. Du wechselst mal. Zu Ray! Ich wollte doch die Warteanimation auschecken. Dillililil. Oh, wo geht's lang? Er ist so ein bisschen unschuldiger, ne? Und kindischer auch. Aber nicht so schlimm wie Charmy B oder sowas. Sondern sympathisch eigentlich. Eigentlich ein paar sympathische Dudes. Ich verstehe das schon, dass auf Mighty lange Zeit verzichtet wurde. Wenn man zum Beispiel mit Espio ähnliche Charaktere hatte. Okay, farblich. Wirklich farblich. Aber ich verstehe das trotzdem. Vielleicht nicht zurück? Nee. Eggy! Lass mich doch mal grübeln. Wieder so eine Boss-Action, wo man eigentlich nichts tun kann. Wir werden es merken. Auch etwas, was es im Original nicht gab. In Sonic & Knuckles meine ich. Was sie sich dazu gedacht haben. In Sonic Mania, diese Müllhalde quasi. Oder dass hier defekte Roboter einfach reinkommen. Da seht ihr übrigens auch, da ist noch kurz... Ah, dann sieht man es nicht so. In der Mitte, leicht rechts, seht ihr so einen Kaninchenroboter, ne? Guckt euch den mal an. Den seht ihr, ne? Hat so lange Ohren und dann eine Sprungfeder, auf der er rummacht. Das war ein gecancelter Gegner in Sonic 1.
Mit Cheats und so konnte in den Datas noch nachgelesen werden. Ach, ich muss das... Na gut. Warum? Das war die letzte Chance? Ich hab's zu spät gerallt. Tails, willst du mal? Vor allem wäre es interessant rauszufinden, ob Tails einfach den hier machen kann. Ich glaube schon, ich glaube, das geht. Pass auf. Ja. Aber sind auch die Gegner da, damit das nicht einfach so wird. Tails! Oh, ein bisschen mehr Gummi wäre schon nicht schlecht gewesen. Das ist eine interessante Möglichkeit, die Tails da bietet, aber... Fliegt echt ein bisschen langsamer als gewohnt. Ein bisschen. Ich denke, wenn man springt, hat er noch ein bisschen mehr Schwung. Yeah! Tails, dein Schwanz hat's mal wieder gerichtet. Oder Mehrzahl, deine Schwänze. Mighty zittert vor Pumpen. Bei der Siegerpose. Ihr zwei beiden, ne? Auch das erste Spiel, wo die zusammen sind, quasi. Hat ich glaube quasi noch nie zusammen gesehen. Tails und Mighty. Warum auch? Das Sega Sonic Arcade Hallen Ding entstand ja, bevor man eigentlich so richtig von Tails wusste. Ja gut, wusste würde ich jetzt nicht sagen, aber das wurde parallel entwickelt. So denke ich. Wollen wir wechseln? Sonic! Heute, das Wetter, es ist Sonic. Möchte ich mal hin, warte doch. So, komme ich da hin. Flying Battery Zone erinnert mich hier, wenn man sich so viel außen fortbewegt, in der Tat sogar noch ein Stück weit mehr an die... Menü. Ach, Richtung drücken, nicht gucken, wie es sich bewegt. Richtung drücken. Na, erinnert mich ein Stück weit mehr an die... Wie heißt er doch gleich? Nicht Aerobase, das war Sonic Pocket Adventure. Ich komme schon noch drauf. Sonic 2, die letzte. Mit diese... Ja, sieht doch nice aus mit dem Regen hier. Ohne Zweifel. Konnte ich nicht riechen an der Stelle, dass da noch einer ist. Ich hätte halt ungern, dass alle Charaktere baden gehen. Ich will nicht wissen, was dann passiert. Nicht, dass es heißt, Game Over. Oh, wieso noch Rettung unten? Tails, ich glaube, du bist der richtige Mann hierfür. Du bist der richtige Fuchs. Immer schön hoch, dann kannst du nicht runterfallen. Für den nächsten Part habe ich übrigens schon was Schönes vorbereitet. Da werden wir uns... Na, ich verrate es noch nicht. Aber schaltet den nächsten Part ein. Da gibt es nicht nur Gameplay, sondern ich schneide noch was anderes rein. Was mit Sonic Mania Plus zu tun hat. Was Lustiges. Ich wollte dann gerade anfangen drüber zu reden, da dachte ich mir halt lieber die Klappe. Bang. Na gut, für Ringe interessiere ich mich jetzt so dezent gar nicht. Im Moment. Oh, mich erschrocken. Geht so weit bergab. Hm. Ich vergaß, Stacheln sind kein Thema für Mighty. Ich vergesse es wirklich öfter. Ja, und auf den Wechselfernseher brauchen wir wohl eher nicht... Aber solche Stages stressen mich ein Stück weit, weil... Ist auch nicht, es hat so was Finales und so Anstrengendes irgendwie. Ja, das erinnert mich nicht ohne Grund an die... Na, sag schon, was kam denn nach der... Hier, Wing Fortress Zone ist der exakte Name. Das sieht ja auch aus wie die Wing Fortress Zone. Das ist ein Mischmasch. Flying Battery, Wing Fortress. Das hier ist Metropolis Zone, aber das nur am Rande. Hilfreicher Spinne. Sonic!
mag es gerne Sonic. Okay, noch mehr Sonic wird es noch nicht strittel. Das Wechseln brauche ich nicht. Ich brauche mal wieder neue Dudes. Muss es doch irgendwo geben. What the? Hat schon Angst. Hat es schon ein bisschen zu spärlich verteilt, oder? Ich glaube, Blind-Spielern würde ich den Modus eventuell nicht empfehlen. Vorausgesetzt, alle Helden weg sind, ist Death. Oder das Game Over. Ich denke schon, dass man dann einfach die Game Over geht, aber wieder aus dem Speichermenü quasi starten kann. Das wäre meine Theorie. Halte ich für das Realistischste. Aber man muss es ja nicht erzwingen, ne? Tails, get up! Get up! Oh, da waren, ne? Da waren! Das ist nicht... Ja gut, hätte ich weniger Speed drauf, dann wäre ich da hingekommen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Hier kann ich mir einen dazu verdienen. Wissen wir ja jetzt. Lass uns das so ein bisschen unsere Hoffnung sein. Okay, go, go! Guck, da stehen noch mehr Helden. Runterdrücken muss man. Ich würde warten, bis der Greifhaken links ist. Ich weiß ja nicht, wo soll ich wissen, wie schnell der eigentlich runtergeht. Nice save. Och, und er... Ich kann die Physik noch nicht. Ich wusste nicht, dass er direkt normalerweise... Ein richtiger Flipper. Real Life. Pinball-Tech. Der übertreibt nicht so in der Situation. So, da es hier viele Stacheln in einem Bosskampf gibt, ist Mighty vielleicht eine so schlechte Wahl. Das Ziel ist aber... Das schaffen wir von der Richtung aus nicht. Den Boss in die tödlichen Stacheln zu befördern. Hey, schon gehört, du bist gefördert. Sauber die Haare gekämmt. Aber vor zerquetschen sind... Jetzt hat sich doch erwischt, ne? Anscheinend die falsche Seite berührt. Geh nicht so hoch. Was soll denn das? Wieder so hoch hier. Oh, jetzt geht er runter. Was? Warum? Ich dachte, ich hab... Diddle-diddle-diddle. So wird es natürlich nix. Trappen! Trappen! Nein. Oh, doch noch ein Treffer gesetzt. Spinnenroboter. Kreativ ist es ja. Und ist auch spieltechnisch, denke ich mal. Ne? Nice Sache. Komplett aus dem Nichts, ne? Kein recycelter Boss, wie der vorhin, also dieser Müllschlucker Kaifarm. Ähnlicher Form bereits sehen dürfen. Danke, Tails, dass du mir die Show vermasselt hast. Wie das ein Tails halt immer tut. Und das war's mit dem Eggy. Jetpack. Fein, das waren die zwei Zonen für heute. Schaltet auch im nächsten Part wieder ein. Also nicht verpassen und ein Like da lassen. Ich sag, bis dann und ciao, Kakao. Yay, Kleiter.